Und deshalb glaube ich, dass wir alles daran setzen werden, die 6-monatige Frist, sollte es heute zu einer Kündigung kommen, zu nutzen, um weiter Gespräche zu führen. Für uns ist klar, dass Russland diesen Vertrag verletzt hat. Und deshalb muss man auch mit Russland reden. Und wir werden jedenfalls von deutscher Seite, sowohl der Bundesaußenminister als auch ich, alles unternehmen, um in diesen 6 Monaten doch noch wieder Gespräche zu ermöglichen. Ansonsten wird die NATO sehr sorgsam analysieren, was das bedeutet, und dann ihre Schlüsse daraus ziehen, aber jetzt immer noch weiter das Gesprächsfenster offen halten. Unsere Einschätzung heißt, dass die Wahlen zur Präsidentschaft Maduro nicht frei waren, und insofern haben wir daran unsere Position ausgerichtet. Natürlich, und das ist ja heute von den Außenministern auch beschlossen worden, wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass es zu keiner Eskalation kommt, aber dass auch das venezuelanische Volk seine Interessen gut durchsetzen kann. Und das kann nach unserer Meinung nur über Wahlen gelingen. Und insofern ist das nicht nur eine Frist bis Sonntag, sondern natürlich jetzt auch ein Angebot der Außenminister oder einiger Außenminister der Europäischen Union, sich hier diplomatisch auch um eine Lösung zu bemühen.